So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Endlich ist es soweit. Endlich ist es soweit. Jetzt haben wir die Gondel auf die Achterbahn gesetzt und wir müssen jetzt Gemeinsamkeit zeigen. Im Rahmen des Reeperbahn-Festivals wurde am 25. September 2013 in Hamburg die Cultural Commons Collecting Society gegründet. 50 Musiker und Unterstützer aus dem deutschsprachigen Raum reisten in die Hansestadt, um die Satzung zu unterzeichnen und den 11-köpfigen Verwaltungsrat zu wählen. Die C3S wird nun als europäische Genossenschaft operieren. Dann können auch die ganzen Crowdfunder mitgeben werden. Da kommt ja nochmal eine Menge an Genossenschaftskapital zustande, sodass also angefangen werden kann zu arbeiten. Nach jahrelanger ehrenamtlicher Grundlagenarbeit ist die C3S, die sich als zukunftsorientierte und faire GEMA-Alternative versteht, nun endlich in Position, um mit der technischen Entwicklung zu beginnen. Wir sind also wirtschaftlich nicht auf Rosen gebettet, aber wir sind auch nicht ganz arm. Wir können also jetzt tatsächlich auch Leute für ihre Arbeit bezahlen. Mittels Crowdfunding konnten über 100.000 Euro generiert werden. Weiteres Kapital steht aus Fördermitteln und Spenden in Aussicht. Tausende haben sich der C3S bereits angeschlossen und unterstützen das Vorhaben. Egal ob Künstler oder Konsument, jeder kann einen Beitrag leisten. Ich bin Musiker, Autor und ein Fan von Lizenzformen, bei denen der Musiker die Kontrolle über sein Werk vollständig behält. Ich engagiere mich für freie Software und bin heute Mitgründer der C3S, weil ich mir eine Alternative zur GEMA wünsche. Wir wollen eben eine neue Verwertungsgesellschaft, die auch freie Lizenzen unterstützt. Jetzt kommt es. Es war eine helle Freude zu sehen, wie diszipliniert und engagiert die Gründer und Gründerinnen hier mit uns gemeinsam dieses bewerkstelligt haben. Jetzt geht die Arbeit jetzt richtig los. Na, viel Spaß noch und so, und ihr werdet von uns hören.